Vor rund 4 Wochen bin ich nichtsahnend gemütlich auf der Autobahn unterwegs gewesen, als plötzlich ein Geräusch aus dem Motorraum beim Bus kam. Fuß vom Gas, Geräusch war weg, Fuß erneut drauf, Geräusch war wieder da. Der Motor ist dann auch direkt ausgegangen und ich konnte nur noch an den Seitenstreifen rollen, bin aber zum Glück ADAC Prime, wieso sage ich immer Prime? Boring in an Optimum Brand. Bin aber zum Glück ADAC Premium-Mitglied, keine Werbung an der Stelle, aber bin so halt in die Firma geschleppt worden und nicht in die nächste Werkstatt. Nun, was ist jetzt eigentlich das Problem und wie kann es sein, dass der Motor, der eigentlich komplett neu aufgebaut worden ist, nach nicht mal 10.000 Kilometer seinen Dienst quittiert? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und ich glaube, die stellt ihr euch auch. Aber um das auch gleich von vornherein zu sagen, an dem Motor ist natürlich viel gemacht worden. Es ist und bleibt aber ein Auto und auch der Motor aus dem T5, Baujahr 2006, wo auch nicht jedes Teil gegen ein neues getauscht worden ist. Das heißt, es kann hier Materialfehler sein oder. Ne? Aber die Sache hat natürlich auch was Gutes, denn wir haben wieder Content, den ich für euch produzieren kann, ohne mir etwas aus den Fingern zu saugen. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Renés kaputter Fuhrpark. Da ich fürs Erste natürlich keine Lust habe, den Bus quer durch Deutschland zu trailern, kommt Benny von BK Performance und wir versuchen einfach mal, ob wir den Bus ohne großes Werkzeug, ohne Diagnosetools, ohne Bühne, ob wir herausbekommen, wo das Problem liegt. Benny, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ja, ich war ja nicht live dabei. Du hast mir gesagt, es gab ein Geräusch. Genau, das hat so ein, ich kann es nicht anders beschreiben, das ist so ein metallisches Geräusch gewesen, wie als wenn man das Ausrücklager nicht mitgewechselt hat. Mhm. Nur, dass es halt nicht, dass es halt von vorne kam. Ich meine, dass der Motor dann halt ausgeht, ist meistens erstmal kein gutes Zeichen. Ja. Da ich es aber selber nicht gehört habe, ich glaube, man kann nicht wirklich viel mehr kaputt machen. Mhm. Und da der Fehlerspeicher, den wir gerade schon ausgelesen haben, eigentlich nicht sagt, würde ich fast sagen, einmal starten und einmal hören. Einmal das Gehör benutzen und vielleicht sage ich dir dann schon so, ist doch ein bisschen schlimmer. Oder ich sag dir, Mensch, vielleicht klingt das doch nur nach einem Pumpe-Düse-Element oder nach was Ähnlichem. Mhm. Das kann natürlich aber auch genauso ein Pleuellagerschaden sein. Ja, ist so ein Pumpe-Düse-Element teuer dann zum Beispiel? Das würde alles noch gehen. Dann ist mal die Frage, da können sich auch die Sitze ausarbeiten im Pumpe-Düse-Element. Ist vielleicht der Zylinderkopf kaputt? Genau, das wäre die Frage gewesen. Müsste man dann wahrscheinlich Zylinderkopf einmal ab? Genau, kann man gegebenenfalls instand setzen. Ist halt die Frage, wie dolle dann beschädigt. Ne? Mhm. Ich habe gesehen bei dir in der Story, Zylinderkopf planen macht ihr jetzt auch. Ne? Ja, genau. Das wäre das Kleinste. Das Problem ist eigentlich hier bei den Motoren dann, wenn sich so ein Sitz unten ausarbeitet, ja, da wo das Element drin sitzt. Wenn das ausgearbeitet ist, kann man das vielleicht nachfräsen mit einer dickeren Dichtung oder sowas halt versehen oder sowas. So kann man es bei diversen Motoren machen. Mhm. Aber ich würde sagen, erstmal hören. Okay. Und ich hoffe, vielleicht haben wir gleich gute Nachrichten. Mal gucken. Ich hoffe es. Na, wollen wir mal, oder? Ja, ich gebe dir mal... Batterie hast du geladen? Batterie ist geladen und ist jetzt auch noch wieder am Strom. Hier. Okay, dann hören wir mal, ob er dreht erstmal. Ja. So, los geht's. Also er dreht sehr schnell. Das ist erstmal gut. Das heißt, der Motor ist auf jeden Fall nicht fest. Aber er macht so gar keinen Mucks für Anspringen. Ich höre kein Geräusch. Also das könnte wirklich ein Problem von der Kraftstoffanlage sein. Also sprich Pumpe-Düse-Elemente oder... Ah, du sagst, es gab ein Geräusch. Ich überlege gerade, weil wenn die Kraftstoffzufuhr theoretisch, sag ich mal, von hinten die Pumpe nichts mehr macht, dann gibt es kein Geräusch, dann geht der Motor aus und hat keinen Sprit. Mhm. Weil jetzt hört sich sehr an, als ob er einfach keinen Kraftstoff hat. Man könnte jetzt, wir könnten ihm Fremdkraftstoff geben. Hast du irgendwas hier, wie, ich sag mal, das macht man eigentlich nicht, ist nicht die feine englische, aber hast du mal so einen Schluck Bremsenreiniger, Startpilot oder irgendwas, was wir mal... Irgendwie zum Starten. Müsste ich mal in meinem Sorium gucken. Weil das wäre jetzt so, also der Motor dreht. Ja. Er dreht auch relativ schnell. Das heißt, der Anlasser schafft den Motor schnell zu drehen. Mhm. Das heißt, es scheint leicht zu gehen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das hat also mit dem Rest der Batterie, die war aber auch schon nicht mehr voll. Ja, ja, ja. Die immer tauschen müssen. Beziehungsweise jetzt ist sie ja geladen. Mhm. Vorher hat er das nicht gemacht. Ja, okay. Aber jetzt schafft es die Batterie kraftvoll durchzudrehen. Ich finde, der Motor dreht sehr, sehr schnell, aber er kommt halt nicht. Auch wenn da jetzt ein Pleuellagerschaden wäre, müsste er jetzt eigentlich zumindest anspringen. Also egal, ob da irgendwie ein Lagerschaden ist, wenn Sprit da ist, springt der Diesel an. Ne? Mhm. Macht er nicht. Und das heißt, vielleicht
erstmal sogar ganz gute Aussichten, wenn man davon jetzt sprechen kann. Dass du liegen geblieben bist, aber vielleicht in dem Fall dann doch gar nicht so schlimm. Jetzt müsste man weiter ein bisschen Diagnose machen. Ja, dann guck ich mal, ob ich irgendwie was... Genau, damit würde ich jetzt erstmal weil wenn er dann anspringt und tendenziell erstmal läuft, dann haben wir wahrscheinlich ein Kraftstoffproblem. Okay, aber woher dann das Klappern? Ja, das ist jetzt so die nächste Frage, die ich dann gerade noch nicht so ganz deuten kann, aber... Das Problem ist, dass das ja das letzte Problem war. Weißt du noch, ich war bei dir auf dem Prüfstand, habe ich für die Leute, die mir bei Instagram, die haben das auch gesehen, habe ich nicht gemacht, weil wir da Leistung drauf gemacht haben, sondern ich wollte mal gucken, was der so hat, weil es sich vom Popometer an so weniger angefühlt hat, war nicht mehr so schnell, so griffig, sage ich jetzt mal. Und da haben die Jungs gesagt, DPF ist zu. Mhm. Da ich hier aber noch Fahrwerk, Bremse, Felgen an dem Setup ein bisschen was machen will, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos, wenn die Bude erstmal wieder läuft, das ist natürlich Priorität Nummer 1, dann wollten wir DPF ausbauen, reinigen. Den reinigen lassen, genau, weil muss man nicht immer neu machen, kann man auch einfach ausbauen und wegschicken. So, genau. Genau, und nächste Sache ist, er hat ja immer Kühlflüssigkeit verloren hier. Ich sehe, ist jetzt auch gerade schon wieder sehr wenig drin. Ich bin immer dann mit destilliertem Wasser durch die Gegend gefahren und habe immer mal wieder nachgekippt. Und aber nie ein Fleck unterm Auto oder so? Doch, nur beim Stehen. Beim Stehen ist dann alles rausgekommen. Ich glaube tatsächlich, dass das nur ein Schlauch sein könnte. Könnte sein, ja. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Ne? Okay, okay, dann gucke ich mal, dass wir eine Fremdstarthilfe irgendwie... Genau, irgendwie eine kleine Zange, dass wir hier vorne einmal abnehmen können nach dem Luftmassmesser. Ja. Also hier vorne. Und dann geben wir ihnen einfach mal ein bisschen Hilfe und lassen den, jetzt zwar in dem Fall kein Diesel, sondern so einen Schluck Bremsenreiniger oder so. Das darf man jetzt nicht, das muss man mit Vorsicht machen. Ne? Ja. Aber dann wissen wir zumindest, ob er anspringt und ob er dann vielleicht zumindest erstmal so ein bisschen läuft. Ja. Und wenn er das tut, dann... Müssen wir weiter gucken. Müssten wir fast im Teamwork eigentlich machen. Einfach, wir brauchen eine Zange. Ach so, ja. Wir brauchen eine Zange. Die hole ich mal. Oder, warte mal. Oder. Beste Zange. So, dann... Zeig mal, was da gerade? Ein Multiswert zum Reinigen und Lösen von Pflegen und Pflegen von Schutz. Nee, warte mal. Zum Reinigen, Lösen, Pflegen und Schützen. Ja. Das ist eigentlich wichtig. ist brennbar. Wir haben jetzt nichts anderes. Kurzer Test. Ja, du, es soll jetzt einfach nur mal... Soll ich währenddessen drehen oder soll ich sprühen und du drehst oder wie? Wir probieren es jetzt einfach mal so, mit Vorsicht, nicht zu viel davon und gucken mal, ob was passiert. Pass auf, andersrum. Du startest? Ja. Ich sprühe, weil da darf man wirklich nicht viel zu viel von machen. Orgel einfach mal. Mach mal weiter. Der will fast anspringen. Ja. Ich glaube, das brennt nur zu schlecht. Jetzt zeigt er Öl. Ja, das ist ganz normal, aber der will anspringen. Mhm. Der will anspringen. Und wenn wir davon einfach ein bisschen mehr reinhauen? Nee, jetzt habe ich schon viel. Ich glaube, das brennt zu schlecht. Hast du mal ein Feuerzeug, dass wir mal gucken können, wie gut das brennt? Ich will einfach nur mal wissen, wir kennen das Zeug ja jetzt nicht. Ah, alles klar, das brennt scheiße. Ja, okay. Aber wir haben ja gesehen, er will. Ja. Eigentlich. Das heißt, wir haben irgendein Spritproblem. Ja. Da kommt kein Kraftstoff an. Dann gleich es nochmal. Was hast du? Jetzt ist hier eine Lampe angegangen, die Motor... Nee. Nee, Wasser ist das, glaube ich. Also da ist doch irgendein Geräusch, was ich nicht ganz deuten kann. Ja.
Aber wir müssen hier mehrere Probleme eigentlich gleichzeitig haben. Das verstehe ich gerade noch nicht so ganz, weil man hört auch irgendein Nebengeräusch. Das Zeug verbrennt natürlich anders und nageliger wie eigentlich ein Dieselkraftstoff. Ne? Ja, aber genau das Geräusch ist es ungefähr, was ich... Das ist es. Ja. Man müsste wahrscheinlich echt hier die Ölwanne abnehmen und gucken, ob das nicht doch ein angehender Pleuellagerschaden ist. So, das ist so. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Wenn es nagelt, ist es meistens ein Pleuellager. Aber so richtig, wo ich sage, so, ich bin davon jetzt überzeugt, dass es ist, das habe ich jetzt auch noch nicht. Ja, es ist halt ein bisschen irreführend für mich, dass er einfach nicht anspringt, ohne dass wir ihm helfen. Das ist für mich irreführend, weil mit einem Pleuellagerschaden ist dem das egal, ob der einen Pleuellagerschaden oder nicht. Er müsste zumindest anspringen, müsste dann nageln. Aber das macht er halt nicht und das wundert mich so. Du hattest irgendwas im Fehlerspeicher stehen mit Pumpe-Düse-Element, aber nur ein einziges, ne? Ja, genau, Zylinder 2. Zylinder 2, irgendwie eine Unterbrechung oder sowas stand da drin, glaube ich. Eine Leitungsunterbrechung? Ich glaube, das stand drin. Das sehe ich immer noch nicht als Hauptpunkt. Dann wären immer noch drei Zylinder da, die eigentlich zum, auch wenn es unrund laufen würde, zum Laufen reichen. Ventil für Pumpe Döse, Zylinder 2, elektrischer Fehler im Stromkreis, Zylinder 2, Verbrennungsprozesse erkannt. Und beides auf einem Zylinder? Beides Zylinder 2? Beides Zylinder 2. Beides Zylinder 2. Deutet ja darauf hin, dass wir da auf dem Zylinder 2 ein Problem haben. Aber ich glaube, nächster Schritt heißt wirklich Ölwanne ab und da einmal reingucken. Das ist das Einfachste. Wenn wir die abnehmen und da kommt uns sehr viel Späne oder irgendwas entgegen, dann wissen wir eigentlich. Dann ist klar. Aber weil dann braucht man keine Zeit hier oben zu investieren. Damit würde ich, glaube ich, jetzt anfangen. Aber würde das bedeuten, Motor tot, wenn dann Späne ist? Oder? Theoretisch ja. Es lohnt sich kaum, sowas eigentlich aufzuarbeiten. Weil die Austauschtriebwerke einfach zu günstig sind. Du hast vor allen Dingen über diese ganzen Späne im ganzen System verteilt. Ja. Also sprich im ganzen Zylinderkopf, überall. Also du tauscht so viele Anbauteile hinterher. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Also fassen wir jetzt zusammen. Der Motor dreht, springt aber nicht ohne Hilfe an. Nächster Schritt wäre jetzt also, die Ölwanne zu demontieren, um zu schauen, ob wir Späne im System finden. Und erst dann können wir auch wirklich weiter uns auf die Suche machen. Alles andere würde dementsprechend keinen Sinn machen. Es könnte natürlich auch ein kleines Problem sein, wie zum Beispiel, dass ein Kabel für die Pumpe-Düse-Einheit unter dem Ventildeckel, welcher defekt ist. Also das liegt halt so dauerhaft im Öl, ne? Und geht dann halt auch mal gerne kaputt. Das würde aber nach meinem Verständnis nicht das Geräusch erklären. Wir finden es einfach raus und ich nehme euch wieder mit. Vergesst nicht zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.